Io Stars pusht jetzt hier auf einer Second. Zerstören, ja, guckt. Overpowered Stars, ey, mit dem Vortox. Alle Einheiten. Alles bereit. Warum nicht? Alle Einheiten. Und jetzt? Jo, jetzt lassen die Benches noch dabei hinten bei meiner Base, weil wenn Vamps auf dem Feld sind, kann ich hier nicht viel machen mit den Benches. Aber jetzt pushen wir auf die Abita Main Base. Wenn wir den draußen haben, jo, dann ist es Game eh schon wieder auf. Haben wir gesagt, pushen wir drauf auf die Abita Base, jetzt wird das ein Abita kommen, ja. Da haben wir jetzt nachher die Bomb, glaube ich, von Stars und nachher Arefa. Da kann er mit seinen Glitchern den Abita einpacken, jo. Abita down, die Base geht auch gleich down. Alter, 1600 Kohle, jetzt pump ich Wärms, jetzt passt auf. Let's go! Ja, und die Base, jetzt hat er Tennis erschlagen, ein paar Tanks, die gehen ein, das. Da gehen wir jetzt drauf mit den Benches noch. Mit dem Bootchopper gehe ich noch natürlich rein, Ram. Und die Base geht down, da wird er eigentlich out of game. Ich boost mal hoch, weil ich glaube, Pick will noch oben picken, die Base. Ja, wieder. Und ich hatte recht, jawohl, da ist er ja. Da gehen wir jetzt noch mit allem drauf. Crazy kommt noch mit seinen Benches rauf. Und jetzt ist er eigentlich out of game, weil jetzt soll er nichts mehr. Außer ein paar Vamps vielleicht auf dem Feld. Tatsächlich noch Stasis-Heilung für die Vampires. Boost zugeschaltet. Der Brood hat immer noch ein Schild auf. Okay. Ziel gesichtet. Macht Single Pump. Feindlicher Angriff. Ah, der baut auch Vamps. Ah, seine Vamps. Wir kommen jetzt zu Crazy Main Base. Ich lasse noch die Vamps in der Base drinnen. Dass sie noch nicht wissen, dass ich auch auf Vamps gehe, jo. Jetzt push Stars auf die Main Base von der Enders, die ist eigentlich auch relativ out of game, hat vielleicht 4 Tanks, ja, aber wir haben glaube ich, er hat glaube ich 20, 25 Gauss auf dem Feld und deswegen. Okay, da kommen die schon, die Enders Tanks greifen uns an, okay, da ziehe ich mal lieber hin. Ich glaube, da dürfte sich noch ausgehen, bevor die Tanks bei mir sind. Yeah, Knight wurde besiegt. Alle Einheiten. Lass mal meine Air Units auch ein bisschen in der Mitte hinten, damit er das die Tanks defenden kann. Deswegen werde ich glaube ich jetzt auch, ja, noch ein paar Benches mitpumpen, statt Vamps. Da gibt mir noch Crazy ein bisschen Money, dass ich noch nachher Benches bauen kann und nachher Rapid attacken kann. Generator vollständig. Alle Einheiten. Ja, Schild ist noch oben, jawohl. Und jetzt rauf auf die Tanks. 4 Stück hat er. Einer wohl hoch. Let's go. Aber wird er jetzt eh gleich abhauen, weil auch die Vamps ziehen schon kräftig rein, wenn man viel hat. Bei die Tanks. Da hat er den ersten verloren, da verliert er gleich den zweiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Unsere Enders mit den Gauss geht weiter auf die Gegner Enders mit bei der Base. Jetzt auch glaube ich gleich verlieren die Base. Nehme ich mal an. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Da gibt mir nochmal Crazy einen Klick, dass ich Rapid D klicken kann. Yes man, thanks man. Und jetzt habe ich hier noch ein Full Pop. Ja, also die Lichtformation lang gewonnen. Da gehen wir jetzt alle noch auf die Enders drauf. Weil die ist eigentlich die einzige, was noch relativ viel Units auf dem Feld hat. Brute hat seine Vamps eh schon verloren. Deswegen. Da reißt sie schon ein. Ah, yeah. In der Luft.
Chuck wurde besiegt. Alle Einheiten. Und I Fail will aber nicht aufgeben. Hat aber noch einen Berg da was, oder ja, Berg da hat er noch. Benji ist bereit. Alle Einheiten. Jo Leute, aber nach dem Reaktor, dort war es nachher, dann wird das Game enden. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Jo. Bewertet, kommentiert das Video, wie es euch wieder mal gefallen hat. Die nächsten Videos kommen jetzt regelmäßiger. Da werde ich jetzt mehr kommentieren, weil ich habe noch 50 Games auf dem PC oben. Schauen wir mal, wann das nächste kommt, jo. Also dann, wünsche noch viel Spaß, habt Fun, jo. Und bis zum nächsten Hello Boss Video, jo. Haut rein, Leute. Bis später. Ciao, ciao.